Ja, moin, schön, dass du wieder meinen Kanal eingeschaltet hast. Heute begleitest du mich nach Kelheim auf den dortigen Wohnmobilstellplatz. Wir gehen dann auch noch in die Altstadt von Kelheim und es geht auch noch weiter. Was es da alles zu sehen heute gibt, da lasse dich mal überraschen. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Ich stehe jetzt hier auf der Brücke zwischen dem neuen Wohnmobilstellplatz, den du jetzt sehen kannst. Und ich drehe mich jetzt hier mal langsam um. Jetzt geht's hier, ist die Brücke, auf der ich gerade stehe. Und dann siehst du hier schon einmal ein paar Wohnmobile stehen. Aber den richtigen alten Platz werde ich dir gleich noch zeigen. Jetzt geht's über den Parkplatz. Hier befinden sich auch Toiletten. Auch ein Abfalleimer ist hier vorhanden. Und gleich um die Ecke herum kannst du dann den alten und immer noch zu nutzenden Wohnmobilstellplatz sehen. Ja, kleiner Blick darauf von hier. Und dann gehen wir wieder rüber zu unserem Platz. Ja, nicht so schön, nicht mit Hecken abgeteilt, ein einfacher Parkplatz. Ja, und wie ich schon sagte, immer wieder ist die Befreiungshalle zu sehen. Vom Parkplatz aus gehst du ein paar Stufen hoch, dann kannst du schon die Donau sehen. Da ist der alte Stellplatz und der, wo wir jetzt stehen, befindet sich hinter den Bäumen. Von hinten kostet nichts extra hier. Ja, die Befreiungshalle da oben auf dem Berg. So, heute geht es dann zur großen Donauschifffahrt. Hier an der schönen blauen Donau. Darüber thront die Befreiungshalle. Wir gehen jetzt wieder zurück zu dem neuen Stellplatz. In dieser Pizzeria vor uns soll man auch sehr gut essen können. Die Preise für die Pizzen sind relativ normal. Fleischgerichte, oho, da ist der Preis doch schon etwas hart. Ja, du siehst schon, da vorne stehen die Wohnmobile. Das war hier früher auch mal ein Tennisplatz. Ja, heutzutage stehen da Wohnmobile drauf. Ja, relativ gut besucht. Wir haben jetzt Mittwoch, also auch in der Woche. Bis auf ein, zwei Plätze war der Platz ausgelastet heute Morgen, heute Nacht. Gleich, wenn du auf den Platz kommst, hast du links die V&E-Stelle und auch den Bezahlautomaten. Schauen wir uns den mal an. Ja, hier kannst du auch mit Karte zahlen. V&E. Hier ist dann Trinkwasser, Geldeinwurf. Vorne sieht es dann so aus wie überall eigentlich. Abfall ist hier, für Abfallentsorgung ist hier gesorgt. Also doch so einige Container und auch ein Bodeneinlass gibt es hier. Ansonsten sind die Plätze relativ groß. So, einmal durch den Tunnel hindurch. Oh, da sieht es nach Brauerei aus und dort befindet sich auch die, ja, die Brauerei. Und gehst du dann weiter Richtung Altstadt, kommst du an der Schneider-Weiße Brauerei vorbei und direkt vor dir steht dann eine Kirche. Tja, da liegt er nun im Bach. Kelheimer Kulturtage 2001. Ja, kommst du ein, hast eine Kirche mit dem Kirchturm. Ja, da hast du an der einen Ende das Weiße Brauhaus, die Gaststätte. Und ja, gegen die Sonne hier, Ludwig I., König von Bayern, der ist auch mal wieder da.
und selbst der Mond scheint. Ja, im Gegenlicht ist es nicht viel zu sehen. Hier wollen wir mal schauen, wie das von der anderen Seite aussieht. Ja, eines der Stadttore hier. Ja, nachdem eben nur der Parkplatz der Brauschenke ausgewiesen war vom Weißen Brauhaus, sind wir dann ein Stückchen weiter gegangen und ich hoffe jetzt hier um die Ecke geht's auch. Ja, da steht's Biergarten. Dann gehen wir doch mal schauen, ob es da auch was gibt. Ja. Immer so schön. Brauhaus. Eingangstür. Kein Eingang. Eingang. Sommersaal, Biergarten. Schauen wir mal. Guck, hier gibt es eine Speisekarte. Warme Speisen im Garten. Ja, kann man vielleicht. So, nun schauen wir mal, ob das dann hier irgendwo in den Biergarten reingeht. Da geht's rum. Kein Eingang. Hier Fahrräder haben wir keine dabei. Dann schauen wir mal. Ja, das ist dann der große Wurstsalat im Vergleich zu heute Mittag. Da in diesem Kloster ist der nur halb so groß, eine Kinderportion. Dafür gibt es aber zwei Scheiben Brot dazu. Ich hatte da einen riesen Winchgel. Ah ja, da gab es das leckere genau. Das vergleichen wir dann nachher. Und das ist ja hier hübsch, ne? Ja, wir haben noch einen kleinen Abstecher gemacht, hoch auf den Berg rauf zur Befreiungshalle. Die wollen wir uns jetzt von außen anschauen und das drumherum. Ja, ein wunderschöner Blick von hier oben schon mal auf die Donau. Ja, wir kommen dem Bau immer näher. Ja, die Figuren dort halten Tafeln mit den Ländernamen. Hier zum Beispiel Franken, Schwaben, Rheinländer, Thüringer, Hessen. Und so geht das wahrscheinlich ganz herum. Ja, jetzt stehen wir unterhalb der Befreiungshalle und jetzt geht's gleich Stufen hinauf. Genügend. Ausreichend Stufen haben wir vor uns. So, jetzt stehe ich genau in der Mitte. So, die Stufen haben wir geschafft. Von hier ist die Aussicht natürlich noch viel besser auf die Stadt. Ja, so ein kleiner Gang hier um die Außenseite, Außenfassade der Befreiungshalle herum. Ja, das war mein kleines Video über den Stellplatz hier in Kelheim. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht zuzuschauen. Ja, und wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Am besten ist aber noch, du würdest meinen Kanal abonnieren. Dann erfährst du immer wieder, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt, wenn es neue Videos zu sehen gibt. Ja, und bis dahin sage ich Tschüss und Ciao.